Statt eines Boxrings haben wir uns entschieden, sie alle mitzunehmen in ein Museum, in ein Berührungsmuseum. Und der Hintergrund ist der, dass wir der Überzeugung sind, Berührung ist etwas so Kostbares, dass man sich Zeit nehmen sollte, wirklich sich damit zu beschäftigen, mit diesem Schatz. Und weil es etwas ist, was auf der einen Seite wirklich verdient, eigene Räume zu bekommen, und auf der anderen Seite aber auch jede Berührung eigene Räume kreiert. Von daher haben wir 6 Räume kreiert für Sie. Und der Marek wird Ihnen ein bisschen erklären, wie das funktionieren wird, was es damit so näher auf sich hat. Genau, also die Idee ist, dass wir an die Berührung herankommen, dass das möglichst wenig theoretisch ist, sondern wirklich spürbar wird. Deswegen haben wir uns überlegt, so, die Pandemie hat uns schon zugesetzt mit Berührung. Wir sind sehr auf zweidimensionale, flache herunterreduziert worden und inwiefern man in diesem Format eben auch hybrid Räumlichkeit schaffen kann. Das wird grafisch miserabel sein, aber mit viel Imagination und Hilfe wird das vielleicht hier gelingen. Und die Idee ist, dass wir einfach mal die Museumsführer sind, die in bestimmte Räume gehen zusammen. Also wir nehmen die Truppe mit rein, wo wir bestimmte Exponate uns angucken und mit Hilfe dieser Exponate können wir mal eine Idee aus der Körperpsychotherapie erzählen, die mit Berührung zu tun hat. Also der erste Raum wird über die Ängste, Berührungsängste handeln. Es gibt aber 6 davon, wie schon erwähnt. Das wird schlecht lesbar sein, aber ich lese es vor. Der erste Raum sind die Ängste. Der zweite ist, wo sind die Ursprünge der Berührung? Dann haben wir eine Berührungsgeschichte, das haben wir schon mal angedeutet. Dann, was ist eigentlich das Wesen der Berührung? Was könnte die professionelle, psychotherapeutische Berührung sein? Wann macht das Sinn? Und schließlich, wie ist die Beziehung zwischen Berührung und Sprache? Also für die, die sprachlich arbeiten, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile der jeweiligen Sprache, des jeweiligen Mediums? So, dann ist es soweit, dann werde ich Sie alle gemeinsam mit dem Marek in den ersten Raum schicken und ich ziehe mich zurück. Genau. Ich habe ja schon gesagt, dass es interessant ist, den inneren Fokus einzuschalten. Also gar nicht so bei uns gucken, wie wir aussehen und so, sondern wirklich auch in die innere Berührung zu gehen, zu schauen, so, wie ist es eigentlich bei mir? Auch durchaus in dem Stile, wie wir das gerade gemacht haben, das würde ich in SMS-Format erzählen, von was für ein Berührer bin ich oder nicht berühre oder berühre um Schiffe. Und woher kommt das vielleicht? Jeder könnte da so ein Grundprofil haben. Und das wird auch hier, das wird jetzt kurz fachlicher für die Patienten hier, also das auch als Therapeut kann ich mir die Frage auch nochmal stellen, wie sehr kann ich mir das überhaupt vorstellen, mit Patienten mit wirklich Kontakt, Berührung zu gehen, mehr als diese, ich glaube, sind immer noch 2 Meter empfohlen, wie die Stühle auseinander sein sollen. Auch schon vorpandemische 2 Meter. Genau. Und inwiefern kann ich mir vorstellen, aufzustehen, mit den Patienten in Kontakt zu gehen, in irgendeine Form von Skulpturen suchen, Berührung, über die Hand, über die Füße, über den Rücken. Gehen Sie einfach kurz in sich und beantworten für sich die Frage, was ist das? Welche Hemmung habe ich oder nicht? Ist das eine schöne Vorstellung? Ist das eine schwierige Vorstellung? Einfach nur mal so sich selbst befragen. So, und dann, das sollte der räumliche Effekt sein, jetzt nehme ich die Gruppe zu dem ersten Exponat und versuche zu erzählen, was die, zumindest was ich nachgelesen habe, was ich dann irgendwie und da recherchiert habe, was könnten die meisten Vorbehalte sein, die Ängste, die man als Psychotherapeut hat vor der Berührung. Ich habe das erstmal symbolisch als einfach mal so Paragraphenängste dargestellt. Ich glaube, das ist nicht das Einzige. Vieles ergibt sich eben tatsächlich auch aus der Geschichte. Wir sind nicht alle berührungssicher. Wir werden da auch nicht ausgebildet so richtig. Ich glaube auch, das ist eine,
ich mache das jetzt irgendwie so, okay. Vielleicht an der Stelle vor allem, Moment, was mein Pointer hier. Beginne ich vielleicht hier mal und sage, dass wir eine berührungslose Gesellschaft geworden sind, so wird von vielen Soziologen zumindest behauptet. Es gibt auch ganz gute Bücher, ich werde am Ende da auch eins empfehlen, dass wir ungern in Berührung gehen. Wir sind eine desomatisierte Gesellschaft, das heißt, wir sind spätestens ab dem Schuleintritt werden wir darauf trainiert, nicht zu viel in Berührung zu gehen, sondern in verbalen, distanzierten Kontakt zu bleiben. Und das ist nicht einfach, nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Therapeuten. Es ist nicht einfach, in diesen Bereich zu wechseln. Da sind wir nicht zu Hause. So, und das Ganze aber steht im Kontrast zu allen Studien der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass Berührung einfach mit das Beste ist, was den Menschen passieren kann. Auch dazu, dass die meisten Heiltraditionen vor uns, vor den Psychotherapeuten, mit Berührung gearbeitet haben. Dass auch Freud und Grodek, also für diejenigen, die hier nicht sind, ein Kilometer weg von hier ist die Klinik von Grodek, also auch ein Begründer der Psychosomatik, der sehr viel mit Berührung gearbeitet hat, der die Beziehung über Berührung hergestellt hat. Das war eine Zeit, wo Freud erkannt hat, das ist schwierig, das wird schwierig rezipiert. Das ist heute zum Glück einfacher, mit dieser Idee zu gehen. Die Gesellschaft ist da viel offener. Freud hat gesehen, die Psychoanalyse kann er da eigentlich nicht verkaufen, wenn er dann weiterhin mit Berührung arbeitet. Da war der Fall von der Bertha Pappenheim, so eine Frankfurterin, die als Anna O. in die Geschichte reinging, die dann Scheinschwangerschaften versucht hat, den Psychoanalytikern unterzujubeln. Da hat Freud gesagt, mit Berührung arbeiten wir nicht mehr. Es gibt aber mehr Gründe, warum wir eine berührungslose Gesellschaft geworden ist. Viele Studien, ich gucke da auf hier einen speziellen Gast hier, wahrscheinlich haben auch Religionen dazu beigetragen, also die Geschichte der Entkörperung, der Verteufelung des Körpers ist länger. Dann aber auch in der Moderne gibt es verschiedene Gründe, die man da, also ich sitze gerne am Tisch und diskutiere, was ist das? Das ist nicht nur die Industrialisierung, sondern die Bevölkerungsexplosion. Also wenn sich die Bevölkerung verzehnfacht im 19. Jahrhundert, dann versucht man, alles was körperlich ist, irgendwie zu disziplinieren. So, lange Rede, das Hauptstichwort ist hier unten. Wir sind nicht mehr in der viktorianischen Zeit, wir sind auch nicht mehr in den 70ern, wo alles Körperliche übertrieben wurde. Wir sind eher in der MeToo-Zeit und nicht jeder Psychotherapeut will irgendeine Klage haben. Das heißt, wir überlegen nicht, ist das gut, sondern wir überlegen, kann uns das schaden. Das heißt, der Psychotherapeut überlegt nicht immer, er hat gute Methoden, aber hätte vielleicht noch mehr gute Methoden, aber diese stellt er zurück, weil er sagt, das ist meine Risikovorsorge. Rechtlich ist das, wird eher vermutet, dass es tatsächlich schwierig ist, es ist aber rechtlich nicht schwierig. Und alle Studien zeigen, die Therapeuten, die körperlich arbeiten, da passiert viel weniger, dass das befürchtet wird, dass da eine Sexualisierung stattfindet, dass da doppelter Boden stattfindet, sondern in diesen Sachen, wo das explizit gemacht wird, ist das viel weniger der Fall. Also alle Studien sagen, bei Psychoanalytiker passiert das am häufigsten. Ich glaube, ich kann dann weggehen. So, und dann gibt es Menschen wie mich, die dahergehen und sagen, was ist eigentlich das Problem? Und völlig ratlos davor stehen, weil sie nämlich in die Psychotherapie gekommen sind aus der diametral anderen Richtung.
Dazu muss man vielleicht so ein kleines bisschen ganz kurz meinen beruflichen Werdegang vorab schicken. Ich bin im Ursprungsberuf Physiotherapeutin. Das war, das ist jetzt lange, lange her, aber zum damaligen Zeitpunkt war diese Ausbildung, ich würde tatsächlich heutzutage sagen, ziemlich mechanistisch ausgerichtet. Das hat sich Gott sei Dank geändert, aber damals war das noch so. Wahrscheinlich so auf der psychotherapeutischen Ebene am ehesten so dem Behaviorismus ähnlich. Und man befasst sich dort mit genau einem System des Körpers, nämlich dem Bewegungsapparat. Knochen, Gelenke, Muskulatur. Das ist erstens mal ziemlich langweilig. Und zum anderen ist es aber schon so, dass man sogar in der Ausübung dieses Berufes solche Effekte hat, dass man Muskulatur löst und einen in Tränen aufgelösten Patienten vor sich hat. Der Durchschnittsphysiotherapeut steht dann ein bisschen ratlos davor und versucht irgendwie aus der Nummer rauszukommen, kann das aber weder zuordnen noch damit vernünftig umgehen. So, dann, um mich nicht bis ans Ende meiner Tage zu langweilen beruflich, habe ich dann angefangen, Osteopathie zu machen. Da sieht das schon ein wenig anders aus. Osteopathie, ganz kurz erklärt, ist im Grunde genommen die Lehre von den Verbindungen der Körpersysteme. Das heißt, nach wie vor kommt der Bewegungsapparat darin vor, aber es beschäftigt sich ganz, ganz intensiv und wirklich sehr, sehr spannend mit den Verbindungen zum inneren Organsystem und den Verbindungen zum Nervensystem. Das heißt, da bin ich schon mal auf drei Ebenen unterwegs. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass in so einer Arbeit der prozentuale Anteil der Patienten, die mit ganz klar psychosomatischen Beschwerden kommt, exorbitant hoch ist. Das heißt, man hat noch viel mehr den Effekt, dass man vor Prozessen steht, die man offensichtlich mit dieser Arbeit angetickert hat und mit denen man nicht umgehen kann. Und das war für mich der Schritt dann zu sagen, das möchte ich jetzt nicht irgendwie so bis ans Ende meines Berufslebens machen. Da muss ein anderer Umgang daher und deswegen der Schritt in die Psychotherapie, der damals bei mir begann mit einer Ausbildung im Somatic Experiencing. Das ist so eine körperorientierte Herangehensweise in der Traumatherapie. Was ich damit sagen will, ist, man kann das Ganze auch von der Seite betrachten. Man kann wirklich durchaus als ein Körpertherapeut, als aus der Berührungswelt kommend, in die Psychotherapie hineinkommen und fragt sich dann, wo ist das Problem? Und was man sich auch fragt ist, was lässt man sich da entgehen? Also was würde sich eröffnen, wenn man in der Psychotherapie die Berührung, wenn man sie mit integrieren würde? Und man lässt sich verdammt viel entgehen und dazu möchte ich Ihnen ein bisschen was zeigen. Mein Kollege muss mal hier das Ding hier rübergeben. Hast du schon. Okay. Ich möchte Ihnen das exemplarisch an einem kleinen Teilbereich des Körpers zeigen, und zwar dem Sternum. Sternum ist der lateinische Begriff einfach für das Brustbein. Und dieses Wort hat mit einem Stern zunächst einmal überhaupt gar nichts zu tun, aber ich mag dieses Wort trotzdem, weil man es schön nehmen kann, um zu sehen, wie sternförmig sich die Verbindungen immer weiter ausbreiten in den Bereich der Psyche. Und weil sich hinter diesem Stern dann plötzlich ein ganzes All entwickelt. Also, um diesen Knochen geht es, diesen Dekolleté-Knochen. Wenn Sie sich vorstellen, jemand geht in Berührung mit diesem Knochen, also in eine Kontaktberührung, dann hat er, abgesehen von der Haut, die hier drüber gezogen ist, zunächst einmal Kontakt mit diesem Knochen. Und selbst da wird es schon interessant, weil beispielsweise es ja um einen Klienten gehen kann, der zum Beispiel eine Trichterbrust hat oder das Gegenteil, eine Kielbrust, die nach vorne gerichtet ist. Und das haben die Menschen von Kindheit an. Das macht was mit einem. Das ist ein anderes Dasein in der Welt, als wenn das so ist wie bei den meisten Menschen. Also wir haben zunächst einmal diese knöcherne Ebene. Die zweite Ebene ist eine Verbindung zum Organsystem, das heißt, ein Kontakt hier ist unmittelbar, das können Sie gar nicht verhindern, eine Verbindung zum Herzen und zur Lunge. Also zu Organen, die unsere absolut existenziellen Vitalfunktionen steuern. Merken Sie sich bitte einfach mal diesen Begriff
existenziell. Wenn wir noch ein Stück weiter gehen, dann kommen wir in einen Organbereich, der bei Erwachsenen gar nicht mehr da ist. Es geht um ein Organ, von dem man sich irgendwann während der Kindheit verabschieden muss, um den Thymus. Das ist bei Kindern so eine Drüse, die liegt auf dem Sternum auf und hat zu Beginn der Kindheit die absolut wichtige Funktion, die Immunabwehr mit zu organisieren, Zellen zu bilden, die für eine Abwehrfunktion sind. Existenziell? Abwehr. Gehen wir einen Schritt weiter. Der Kontakt hier ist unmittelbar auch der Kontakt mit dem Erleben, was diese Region hatte, als sie geboren wurden. Nehmen wir an, es geht um einen Menschen, der auf völlig natürlichem Wege auf die Welt gekommen ist, dann findet in dem Geborenwerden hier ein massiver Druck statt, der die Funktion hat, die Flüssigkeit, die zu dem Zeitpunkt noch in den Lungen ist, rauszupressen. Also dazu sind wirklich Drücke notwendig. Und das Ganze fit zu machen für den ersten Atemzug. Für die Tatsache, dass Sie ab diesem Zeitpunkt eigenverantwortlich dafür zuständig sind, zu leben. Eigenverantwortung, Druck. Wir gehen noch einen Bereich weiter. In dem Moment, wo ich in eine Berührung gehe, also mit Berührung meine ich an dieser Stelle jetzt immer eine Kontaktberührung am Körper, hat diese Berührung einen Anfang und ein Ende. Ich muss sie aufbauen, ich muss eine Berührungsbeziehung an der Stelle herstellen und ich muss mich auch irgendwann wieder verabschieden. Das heißt, unmittelbar in dem Moment, wo Berührung stattfindet, bin ich automatisch in der Erlebniswelt dieses Menschen von Bindungsmustern, aber auch von Ablösungsmustern. Ein Bereich weiter kommen wir dorthin, wo jeder Mensch, jeder Körper vielleicht nochmal so seine ganz spezifischen Themen hat. Einfach über das, was er im Leben erlebt hat. Dieser Bereich zum Beispiel ist einer, wenn jemand einen Autounfall erlebt, dann führt das ganz häufig durch den Gurt beim Aufprall zu ganz großen Hämatomen in diesem Bereich. Das heißt, dass auch dieser Imprint, der hier nochmal stattfindet, wird gekoppelt sein später an die Erinnerung an diesen Unfall. Oder stellen Sie sich jemanden vor, der vielleicht reanimiert wurde, weil er einen Herzinfarkt hatte. Das findet in diesem Bereich statt. Und das vergisst den Körper nicht. Also auch damit sind Sie in Kontakt. Und als Letztes, das erhebt bitte überhaupt nicht mal ansatzweise einen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist nur ein bisschen zur Veranschaulichung, aber das Ganze ist deutlich komplexer. Aber ich möchte, dass Sie einfach ein inneres Bild entwickeln, was nicht so super komplex ist, sondern neugierig macht. Der letzte Bereich hier ist der persönliche körperliche Ausdruck. Und das heißt, all das, was wir uns vorher angesehen haben, führt dazu, dass dieser Mensch in irgendeiner Art und Weise sich hier ausdrückt. Jemand, der vielleicht sehr nach außen gerichtet ist, oder jemand, der in den Rückzug geht. Und das tut er auch an dieser Stelle. Das heißt, hinter diesem Sternum verbirgt sich ein komplettes Universum an Erfahrung und ein ganz, ganz großer Bereich der psychologischen möglichen Themen. Wir haben gesehen, es geht um existenzielle Fragen, es geht um Abgrenzung, es geht um Bindung, es geht um Lösung, es geht um die Erfahrung von Druck, von Traumatisierung, von dem Dasein in der Welt. Und das würde ich jetzt gerne mit Ihnen allen einmal gemeinsam selber erleben. Funktioniert das nach wie vor nur über dieses Mikro? Okay, dann kriegen wir das hin. So. Machen wir es uns ein bisschen schöner hier. So. In den kleinen Selbsterfahrungsanteilen dürfen alle Digitalen gerne
ihre Kacheln auf schwarz stellen, wenn sie so ein bisschen Raum für sich haben wollen. Das ist absolut gestattet. Es macht unter Umständen Sinn, die Augen zu schließen, damit sie aufmerksamer sind für das, was sie fühlen. Und schauen Sie nochmal, ob Sie irgendwas an Ihrer Position verändern wollen. Es ist absolut nicht nötig. Das, was wir jetzt machen, geht in jeder. Aber vielleicht gibt es da noch was, was verändert werden möchte. Zur Vorbereitung kann es Sinn machen, dass Sie eine Kette, die hier vielleicht mit dem Anhänger ist, noch beiseite tun oder ein Hemd öffnen, wo hier Knöpfe sind. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, dass Sie die nackte Haut hier haben. Gehen Sie bitte zunächst einmal mit Ihrer Wahrnehmung ganz fokussiert in diesen Bereich. Und schauen einfach nur, ohne irgendwas Spektakuläres zu erwarten, wie fühlt es sich im Moment dort an? Und dann überlegen Sie sich für einen kurzen Moment, in welche Art des Selbstkontaktes möchte ich da eigentlich gehen? Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Sie können eine flache Hand nehmen. Es ist genauso gut möglich, die Fingerspitzen nur zu nehmen. Oder die Faust. Was auch immer Sie möchten. Bleiben einfach mit der Aufmerksamkeit bei dieser Berührung zwischen dem Brustbein und Ihrer Hand. Und ich formuliere das extra so, weil Berührung ist nie unilateral. Sie geht immer in beide Richtungen. Vielleicht haben Sie Lust, nochmal so ein bisschen die verschiedenen Schichten, die wir uns eben angeschaut haben, so als möglichen Pfad zu verfolgen. Wie nehmen Sie diesen Knochen wahr? Wie ist die Art Ihrer Atmung dort spürbar? Die Verbindung zum Herzen wahrnehmbar. Was hat dieser Bereich vielleicht schon erlebt? Ist ja ein Bereich, der eher gern im Verborgenen ist? Oder sich gerne nach außen präsentiert. Vielleicht gibt es Bilder, die dazu mit auftauchen. Vielleicht konkrete Erinnerungen. In welche Emotionen sind die gekoppelt? Auf welchem Pfad, welchen der unzähligen möglichen Pfade durch das, was ich Ihnen eben zeigte, werden Sie durch diesen Kontakt geführt? Wo führt es Sie hin? Diese Informationen, die Sie da bekommen, die nehmen Sie mit, wenn Sie an der Stelle langsam beginnen, sich
zu überlegen, wie wollen Sie aus diesem Kontakt wieder rausgehen? Was wäre ein guter Weg, um sich daraus wieder zu verabschieden? Und welche Zeit braucht es dafür? Nehmen Sie sich noch ein paar Sekunden und dann treffen wir uns langsam wieder im Kontakt nach außen. Ich verabschiede mich aus dem ersten Raum und überlasse Sie dem Museumsführer Marek. Genau, dann nehme ich die Bande mit in den nächsten Raum. Ja. Wo es um die Ursprünge geht, wo kommen wir her, ist unsere Geschichte nicht vor allem die Geschichte des Herkommens aus der Berührung. Da so ein bisschen zu Einstimmung, vielleicht aber auch so zum Spüren, kann man das überhaupt, können wir unseren Anfang überhaupt spüren? Das ist so ein Thema, was man in einigen Selbsterfahrungsworkshops versuchen kann zu ergründen. Den manchen kann das auch an die Grenze der Esoterik kommen, für die anderen an Körpergedächtnisfragen, so wenn da Impulse kommen, sind das irgendwelche Rückprojektionen, keiner will das sofort unterschreiben, genau so war das, sondern da kann vielleicht eine Mischung mit anderen Sachen sein. Aber wie gut kann ich spüren, woher ich komme? Ja. Auch, wo beginnt meine Geschichte? Beginnt die Geschichte wirklich bei der Geburt? Beginnt die bei der Zeugung? Ist die DNA nicht schon vorher mit vielen Sachen beladen worden? Auch die klassische Diskussion, was ist Anlage, was ist Umwelt, die ist oft sehr, sehr einfach geführt worden. Weil man dann weiß, dass die Einflüsse viel wechselseitiger waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dass man was speichert in verschiedenen Systemen im Körper, wie auch immer. Auf jeden Fall spüren Sie, inwiefern Sie eine Ahnung haben von Ihrem Ursprung. Es könnte sein, dass sich Ihr Ursprung irgendwie anfühlt. Das ist oft ein spannendes, sich selbst befragen, komme ich aus, also es gibt so einen von uns durchaus geschätzten Babypsychotherapeuten, der sagt, man kann den Uterus spüren, ob der kalt war oder warm war. Man kann da versuchen hinzugehen. Ich sehe schon kritische Augen. Okay, ich gehe wieder zurück in den disziplinierten Bereich. Versuche aber trotzdem zumindest philosophisch versponnen zu arbeiten zum neuen Exponat. Aristoteles hat uns was geschenkt, und zwar die Einteilung der Sinne, die wir bis heute nutzen. Und dann gibt es gerade in so Hinspüren, so wie war das pränatal, wie war das noch vor der Geburt, wie kann die Welt gewesen sein, und viele können dann spüren, so wenn ich die Kleidung anspanne, das muss irgendwie so gewesen sein. Und dann gibt es Diskussionen, war zuerst das Hautspüren, war zuerst unser Gleichgewichtsorgan, habe ich vor allem erstmal mich in den Gravitationsraum orientiert oder habe ich vor allem erstmal die Stimme der Mutter durch die Flüssigkeit gehört, Streitgespräche. Es ist oft interessant zu sagen, hier lieber Aristoteles, so einfach war das nicht, so nur nach den Rezeptoren die Sinne zu benennen, weil heute wissen wir, allein im Auge gibt es viele verschiedene Rezeptoren, die Haut hat viele verschiedene Rezeptoren, sind das immer einzelne Sinne. Im Körperinneren gibt es viele Rezeptoren, das heißt, wir müssten irgendwie heute bei, keine Ahnung, über 70 Sinnen gelandet sein, aber wir wissen auch, dass diese Sinne irgendwann mal zusammenkommen, irgendwann mal zusammen sich verarbeiten, und das eigentliche Spüren, was für die Psychotherapeuten interessant ist, da
Das ist irgendwie ein Zusammenwirken von vielen Informationen, die aus vielen Sinneskanälen kommen. So. Und an dieser Stelle wieder, wenn Sie, naja, in der Klinik gibt es keine Badewanne, aber wenn Sie irgendwann mal eine Badewanne haben, machen Sie sie voll, lassen Sie ein Radio mit einer mutterähnlichen Stimme laufen, gehen Sie da unten rein, versuchen Sie die Wände zu erspüren, versuchen Sie mit dem Gleichgewichtsorgan irgendwie so da rum zu experimentieren, hören Sie die Stimme und gucken Sie, ob da irgendeine alte Erinnerung kommt. Also das kann ja vielleicht nicht nur die geburtliche sein, sondern eben auch die pränatale. Machen Sie ein Experiment. Gucken Sie, was da, spüren Sie in sich rein, gucken Sie, ob da was Altes kommt. In Ermangelung von Badewannen machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. Und widmen uns diesem Geschöpf. Ich möchte Ihnen vorab noch eine klitzekleine Situation erzählen. Ich war vor ein paar Jahren auf einem Traumakongress. Sie müssen sich vorstellen, so eine Halle mit Hunderten von Teilnehmern. Und der Dozent, der Joachim Bauer, fragte zu Beginn seines Vortrags, also bat um eine Handhebung von all denjenigen, die grundsätzlich sich mehr Berührung in ihrem Leben wünschen. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, das war ein ziemlich ergreifendes Bild, was sich da bot. Das heißt, das ist wirklich existenziell und irgendwie, auch wenn wir uns gar nicht mit der Materie beschäftigen, aber irgendwie spüren wir das, dass es absolut existenziell ist. Und wie sehr, das möchte ich mit Ihnen mir hier mal beschauen bei diesem Kind. Auch dieses Bild hier ist ein metaphorisches Bild. Diese Gebärmutter hat eindeutig eine Pathologie, so, aber soll was anderes darstellen. Ja? Und in Natura ist zu diesem Entwicklungszeitpunkt, dieses Kind ist auch deutlich übertragen, muss man sagen, aber, sollte längst geboren sein. Aber Sie müssen sich den Raum noch enger vorstellen. Und wenn wir einfach mal so ein bisschen hineingehen in das Spürerleben dieses Geschöpfes, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, egal wie dieses Kind sich bewegt, egal was es tut, es wird auf alle Fälle seinen eigenen Körper spüren. Es wird, ist in Kontakt mit seinen Knien, seine Füße werden sich aneinander reiben, die Hände haben vielleicht Kontakt mit seinem Gesicht. Vielleicht hat es auch zwischendrin einen Daumen im Mund. Aber egal, was es macht, es ist unentwegt im Kontakt mit sich selbst, im Berührungskontakt. Das heißt, hier, also allerspätestens hier, beginnt der Grundbaustein von Körpereigenwahrnehmung sich zu formieren. Hier beginne ich, eine Idee davon zu bekommen und ein inneres Bild, wo bin ich und wo bin ich nicht mehr? Und diese Frage muss ich auf einer gespürten Erfahrungsebene beantworten können, um später in der Welt zu sagen, wo bin ich eigentlich und wo bin ich nicht mehr. Das wird hier gelegt. Gleichzeitig aber, wenn es sich bewegt, ist es nicht nur in Berührung mit sich selbst, sondern mit etwas Fluidem um sich herum. Badewanne. Und im Kontakt mit dem Körper, dessen Teil es im Moment ist. Das heißt, diesen Bezug, diese Verbindung zu dem, was mich wachsen lässt, ist hier zutiefst verkörpert. Und zwar in jedem Moment der Veränderung, die ich initiiere. Dieses Kind kann sich nicht bewegen, ohne quasi durch das, was es umgibt, gestreichelt zu werden. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, also Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, es gibt ganz bestimmte Nervenfasern, das sind die C-taktilen Fasern, die die genau definieren, wie Streicheln eigentlich geht, so dass es uns als solches erreicht. Das ist ziemlich spannend. Das muss nicht mit einem ganz spezifischen Druck und einer spezifischen Geschwindigkeit geschehen, damit wir sagen, okay, das ist Streicheln, das ist nicht, ich kriege eine gehauen. Und ich versteige mich mal zu behaupten, das wird hier zu diesem Zeitpunkt als Fundament gelegt.
weil das ist genau das, was die Ungeborenen tun. Und tatsächlich ist es so, wie auf diesem Bild dargestellt, die Kinder könnten ja rein theoretisch auch anders eigentlich im Mutterleib liegen. Ne? Sagen wir mal so völlig überstreckt und dann mit dem Bauch an der Gebärmutterwand. Sind sie aber nicht, die sind halt so eingekringelt. Und die größte Kontaktfläche in dieser Lebensphase ist der Rücken. Und da haben sie wieder so eine kleine Idee von dem Bezug zu der Tatsache, dass die allermeisten Menschen, es sei denn, sie haben später wirklich schlimme, grenzüberschreitende Erfahrungen gemacht, aber die allermeisten Menschen einen Kontakt am Rücken in der Regel beschreiben werden als haltend, als unterstützend, als in irgendeiner Art und Weise fürsorglich. Das wird so das Vokabular sein, was meistens dazu genannt werden wird. Und das hat hier seinen Ursprung. Dieses Kind hat auch noch Berührung mit etwas, was es später nie wieder spüren wird, nämlich mit der Nabelschnur. Die Kinder umgreifen die, die benutzen die als Spielzeug, zwirbeln die rum, schaffen sich manchmal auch Probleme damit. Aber auch das ist eine Berührungsqualität, die zu diesem Zeitpunkt hier gegeben ist. Und dann kommt noch etwas hinzu, was der Marek und ich auch gerne als Berührung begreifen. Da geht es nicht, uns nicht so sehr um die Oberfläche, sondern man könnte ja genauso gut sagen, wenn ich Geräusche wahrnehme, dann berühren die Sinnesrezeptoren in meinem Ohr. Oder wenn ich Gerüche wahrnehme, dann berühren sie die Rezeptoren in meiner Nase. Also auch das ist eine Form der Berührung. Und dieses Kind nimmt beispielsweise die akustische Berührung über die Worte seiner Mutter wahr. Und auch, dass diese Art der Berührung durch den Vater vielleicht ganz anders ist. Es erlebt auf einer hormonellen Ebene, wie Berührung seiner Eltern untereinander stattfindet. Wie die zwei miteinander in Kontakt sind. Und das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ganz, ganz viele Erfahrungen, die zu diesem Zeitpunkt bereits abgespeichert werden in Bezug auf Berührung. Das heißt, dass unser wichtigstes Lebensmittel ist das zu diesem Zeitpunkt und auch später. Wir können ohne Berührung nicht werden, wir können nicht wachsen und wir können auch hinterher nicht sein. Gleichzeitig, so wie ich Ihnen da am Beispiel des Rückens das zeigen wollte, dieser Pointer hier funktioniert. Wenn dieser damalige Ort vor der Geburt auch nur ansatzweise ein einigermaßen guter Ort war, dann ist es der Ort, an dem ich eben auch meine Ressourcenquelle über die Berührung bereits wachsen lasse. Und die Voraussetzung zur körpereigenen Wahrnehmung. Das wird bei diesem Kind, was wir eben gesehen haben, wenige Tage später noch mal ganz verschärft werden, wenn nämlich die Geburt beginnt. Der nächste Schritt dieses Kindes wird der sein, dass, was ich Ihnen vorhin erzählte über die Körpereigenwahrnehmung, nochmal einen ganz massiven Imprint bekommen wird. Es werden Wehen losgehen. Die Erde wird beben für dieses Kind. Die Wände werden auf es zukommen. Es wird massiv unter Druck gesetzt, zusammengematscht, wirklich einmal durch die Mangel durchgedreht. Und zwar so sehr, dass die einzelnen Schädelplatten schon anfangen, sich zu stapeln. Und dann wird das Ganze unter Umständen so aussehen. Und diesem Kind geht es echt noch richtig gut, muss man sagen. Ja. Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist, Fotos zu finden, auf denen einigermaßen realistisch dargestellt ist, wie es um Neugeborenen in den ersten Minuten geht. Da, man findet eigentlich nur Fotos in rosa Zuckerguss und mit Lotusblüte noch drumherum. Aber das hier ist ein Kind, dem geht's super gut und trotzdem sieht man, das ist durch was durchgegangen und das war kein Spaziergang durch den Park. Ja, das hat was anderes erlebt. Ich mach's mal ein bisschen kleiner, damit die Aktivierung nicht allzu groß wird hier.
Wenn ich eben gesagt habe, dieses Kind hat ein massiv verkörpertes Erleben von Druck. Also ich rede jetzt wirklich von Druck, der ganz mechanisch von außen aus uns einprasselt. Dann hat das ein psychologisches Äquivalent. Das heißt, dieses Druckerleben hat irgendeine emotionale Ladung in dem, was es erlebt. Es muss irgendeine Strategie entwickeln zu dieser Fragestellung, wie gehe ich eigentlich mit Druck um? Und nicht nur das, das ist eines der Themen, aber auch die Fragestellung, wie arbeite ich im Team zusammen mit jemandem in einem schwierigen Prozess? Weil das muss es hier. Das muss im Team mit seiner Mutter und vielleicht noch mit Medical Staff drumherum irgendwie das Ganze vorwärts bewegen. Und auch die Frage später, wie gehe ich mit Übergangsphasen um? Mit so etwas wie einer kompletten Irrsinnsreise von einem Planeten auf einem total anderen. Alles ist da anders, bis hin zu den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, auf die es plötzlich trifft. Da muss man schon einen Gedanken dran verschwenden, was mache ich damit eigentlich? Das heißt, es gibt zu diesem Zeitpunkt eine Lebensphase, in der alle von Ihnen ganz massiven Imprint, körperlichen Imprint gehabt haben, gekoppelt an Emotionen, und das sind echt nicht nur schöne Emotionen, da geht es auch um etwas wie Hilflosigkeit, um Verzweiflung, um alles Mögliche, was unter einer Geburt ein Kind auch erlebt, Phasen, durch die es durchgeht, und die Strategien. Und diese Kopplung von körperlichem Imprint, emotionaler Ladung und Strategien, die ich daraus entwickle, der bleibt. Diese Kopplung bleiben. Und weil sie zu diesem Zeitpunkt mit einer solchen Massivität, mit einer solchen Heftigkeit stattfinden, können Sie davon ausgehen, dass das die Überzeugung prägt, mit denen dieses Kind in die Welt hineinschaut. Ich möchte Ihnen als Beispiel vielleicht ein Kaiserschnittkind nennen. Wir nehmen einfach mal zwei Kaiserschnittkinder. Beide haben ganz Ähnliches erlebt und beide gehen aber mit einer völlig unterschiedlichen Überzeugung aus dem Erlebten hinaus. Nehmen wir ein Kind, sagen wir mal, also so ein bisschen metaphorisch wieder, hat in einer gemütlichen Gebärmutter gelegen, vielleicht auf dem Sofa, seine Lieblingsserie geguckt. Und plötzlich öffnet sich das Dach dieser Behausung und Godzilla greift rein und zupft es vom Sofa. So. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass ein solcher Erwachsener später der Überzeugung vielleicht ist, immer dann, wenn ich mich entspanne, zur Ruhe komme, muss ich damit rechnen, dass das sofort beendet sein wird. Und immer so ein bisschen alarmiert ist, weil wenn ich mich in irgendwas hinein entspanne, könnte sofort irgendwas passieren, was mich überwältigt. Das andere Kind hat alles gegeben, hat sich durchgewühlt und alles versucht, sich wirklich angestrengt und merkt, so langsam wird das schwierig hier mit meinem Herzschlag, ich komme wirklich in Not. Und was bei diesem Kind gemacht wird, ist dann eine Notsektion. Und ich kenne Kinder bei mir in der Praxis, die, das alles war wirklich nicht schön, was die erlebt haben. Und die haben eine innere Überzeugung, die ich beschreiben würde mit einem, wenn ich mal richtig in Not bin, wenn ich richtig in der Patsche stecke, in der Klemme stecke, dann kommt von irgendwoher jemand und es wird Hilfe kommen. Von irgendwoher werde ich Hilfe bekommen. Wo man dann sagen muss, das ist jetzt nicht der schlechteste Blick, den man auf die Welt haben kann. Ja? Fakt ist, egal was geschieht, in diesen Stunden unseres Daseins, es hat einen massiven Einfluss auf uns. Wenn Sie mal bei Google das Wort Stress eingeben und nach Fotos suchen, dann werden Sie reihenweise zu diesem Stichwort Fotos finden. Oder hierhin
das hat damit zu tun, dass wir das so unmittelbar mit Stress koppeln und tatsächlich wir alle das tun, auch unter Druck. Hat damit zu tun, dass ich mich mit dem Kopf da durchwühlen musste und hier eine massive Druckerfahrung in einer stressigen Situation hatte. Mikro. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass es die Phase ist, in der wir unsere wichtigsten Ressourcen aufbauen. Denn jeder von Ihnen hat es ja geschafft, ist da auf welchem Wege auch immer, aber irgendwie da durchgekommen. Schafft. Und also es gibt, ich habe vor kurzem eine Sendung gesehen, da wurden Ergebnisse vom vom Haptiklabor heißen die, glaube ich. Die sind im Moment unglaublich medienpräsent ständig. Und die haben sehr schöne Untersuchungen gemacht zu dieser Fragestellung, wie oft berühren wir uns eigentlich selber im Gesicht, vorausgesetzt, das wird gerade nicht von einer Maske verdeckt. So, wie oft tun wir das? Es ist hunderte von Malen, die wir das machen. Und was passiert eigentlich, wenn man das unterbindet? Wenn ich jemanden unter Stress setze und ich fixiere ihn so, dass derjenige sich nicht im Gesicht berühren kann, das ist nicht schön. Der Cortisolspiegel geht immer, immer höher und jemand kann kaum mehr, ab einem gewissen Punkt, kaum mehr diesen Stress regulieren. Dazu braucht es diese Berührung. Und das hat was damit zu tun, dass wenn ein Kind geboren wird, dann, ich habe leider das Modell vergessen, ich wollte Ihnen so ein schönes Modell zeigen, aber nehmen wir an, es läuft alles wie geplant und es liegt richtig rum, dann schiebt es sich mit seinem kompletten Gesicht an der Innenseite des Kreuzbands seiner Mutter entlang. Das heißt, das ganze Gesicht wird in diese Richtung nochmal stimuliert, bevor es schlüpft. Bevor es die Erfahrung macht, boah, rausgekommen. Ja? Und Eltern knüpfen ja sofort daran auch an, denen muss man das nicht erklären. Ja? Wenn es gut läuft, ist der erste Kontakt eines Babys mit der Haut seiner Mutter an deren Sternum. Oder vielleicht auf dem Bauch des Papas, wenn die Mama noch nicht verfügbar ist. Aber es gibt irgendwelchen Kontakt im Gesicht und Eltern knüpfen daran an und streicheln dieses Gesicht, damit es sich auch wieder entfalten kann. Und an der Stelle können wir kurz ausatmen und der Marek übernimmt. Soll ich das hier wegmachen? Okay. Ich überlege, inwiefern ich da ganz kurz anknüpfen kann. Eine meiner Fälle, die mich körperpsychotherapeutisch sehr beeindruckt haben, war ein Sektio-Kind. Und dann habe ich mich kurz supervidieren lassen, wie das in den 70ern war. Und da hat man die Kinder per Sektio rausgeholt mit einem ganz bestimmten Griff. Das war ein Patient, der wirklich jahrelang jeden Morgen, bevor er zur Arbeit ging, musste er würgen. Und es reichten wirklich 3-4 Sitzungen, wo man dieses nachgespielt hat und wo er versucht, sich davon zu befreien. Und dann war das weg. Also es ist unheimlich spannend, wenn man das wirklich weiß, woher könnte das kommen, welche Erfolge man da erzielen kann, also was da passiert. Und das war wirklich so beeindruckend. Also man weiß das oft nicht, man folgt erstmal dem, was er so erzählt, und begleitet den Prozess und dann sagt er, ja, so, das ist es. Das fühlt sich stimmig an. Da packt nämlich jemand und ich kann mich da nicht befreien davon. Das sind super spannende Prozesse, die wirklich manchmal 3 Stunden dauern und das Leben komplett wieder auf die Beine stellen. Die Psychotherapeuten erzählen nicht nur von Ponyhofs. Das Leben kann schon auch mal ein Stück weit Horrortrip sein. Dieser darf manchmal auch weitergehen. Also das ist nicht nur die Geburt kann sehr brutal und radikal sein, auch der Kindergarten, die Schule, der Schulhof,
später die Arbeit und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Berührungserfahrung ist nicht nur die mütterliche, gute Berührungserfahrung, sondern das ist auch tatsächlich auch irgendwie Aufprall gegen die Welt, die auch sehr prägen kann. Jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu der Frage von davor, inwiefern ist es wichtig, was in der Phase davor passierte ist, wenn ich schon pränatal bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Klassisches Beispiel auch aus der Körperpsychotherapie ist wirklich Zwillingsverlust. Wenn das tatsächlich stattgefunden hat, bin ich vielleicht anders. Ich gehe anders in die neuen Prägeräume rein. Ich gehe anders in den Kindergarten, ich gehe anders in die Schule und erlebe die Sachen auch dann anders, weil ich in bestimmten Prägekanälen bleibe. Und deswegen ist es oft interessant, sich selbst zu fragen, immer noch meine Berührungsgeschichte, nicht nur die Geschichte des Patienten, wie kann ich das einschätzen, so, wie ist er so, geht er hier zurück, geht er ins Neue, bietet er sich an als Angriffsfläche, da sieht man schon die Spuren der Berührungsgeschichte, aber eben auch die des Therapeuten. Kann ich mit ihm ins Tanzen gehen, kann ich ihm wirklich die Hand geben oder ist er vielleicht stärker als ich an der Stelle? So ein bisschen aus Zeitgründen würde ich vorschlagen, ja, ich möchte Sie alle einladen, mit mir zusammen nochmal so einen kleinen Selbsterfahrungsteil zu machen. Das wird mit meinem Mikro hier eine wirkliche Herausforderung, aber wir probieren das. Kannst du mir mal bitte einen Hocker rübergeben? Hocker. Das runde Ding mit den vier. Ja, danke. Ich bräuchte eigentlich zwei Hände, um Ihnen das zu zeigen, aber ich versuche das jetzt mal verbal. Wir machen zwei Anteile und im ersten würde ich Sie bitten, dass Sie mal wirklich so da sitzen, wie jeder Physiotherapeut der Welt würde da die Hände über den Kopf zusammenschlagen, nämlich wirklich richtig hingeflatscht. Und das darf auch noch übertrieben werden. Sie können auch die Füße ranziehen, dass Sie richtig eingekringelt sind. Jedenfalls runter. Genau. Und schauen Sie zunächst nochmal zu, dass Sie wissen, worum es geht. Dann nehmen Sie, ich versuche das jetzt mal so. So. Dann nehmen Sie beide Fäuste und legen die an den Kopf. Und zwar nicht dort, wo der den stärksten Durchmesser hat, sondern ein bisschen oberhalb davon, Richtung Scheitel. Dieser Abstand der Hände, der bleibt konstant. An dem wird sich bitte nichts mehr ändern. Und Sie drücken die aufeinander zu und der Abstand und der Druck bleiben konstant. So, an dieser Stelle fangen wir an, auf Reisen zu gehen. Gerne wieder die Augen schließen. Die Hände bleiben genau dort, wo sie sind und sie machen Druck auf ihren Schädel und der darf richtig kernig sein. Kein Ponyhof. Kerniger Druck. Und während die Hände genau dort bleiben, wo sie sind, beginnt ihr Kopf, sich einen Weg zu suchen durch diese Fäuste. Und die geben nicht nach, im Gegenteil, vielleicht werden die sogar noch ein bisschen stärker im Druck. Und ihr Kopf schaut, wie er da eigentlich durchkommen will, ob er sich ein bisschen rotieren muss. Der Oberkörper streckt sich häppchenweise und die Fäuste bleiben, wo sie sind. Und sie schauen, braucht es irgendeine Neigung des Kopfes? Wie finde ich meinen Weg da durch? Es kann gut sein, dass es Punkte gibt, die schmerzen, aber das wird aushaltbar sein.
durch die Streckung ihres Körpers arbeitet sich Stück für Stück der Kopf hindurch. Und diese Bewegung, die daraus entsteht, des Kopfes, die ist absolut individuell. Schauen Sie genau nach Ihrem eigenen Weg. Der Arzt mit im Raum gibt Ihnen noch eine Minute, bevor das Skalpell gezückt wird zum Kaiserschnitt. Bis dann müssen Sie da durch. Und durchgekommen. Nehmen Sie sich die Zeit, mal zu spüren, wie ist das jetzt? Es kann gut sein, dass es Stellen am Kopf gibt, die wirklich wehtun. Es kann auch sein, dass so Ihr gesamter Körper darauf reagiert und sich total erschöpft anfühlt. Oder auch das Gegenteil, dass Sie sagen, oh, endlich bin ich wieder wach hier. Was auch immer da ist, nehmen Sie es einfach nur zur Kenntnis, ohne es zu bewerten. Wenn wir eben über Ressourcen gesprochen haben und über Shelly zusammen, werden unter der Geburt, dann nehmen Sie jetzt bitte Ihre beiden Hände und legen die mal außen an Ihre Wangen, über den Wangenknochen hinweg, so dass Sie unter den Fingerspitzen auch noch diesen Schläfenbereich hier haben. Beide Hände. Versuchen, das Maß an Druck zu finden, was vielleicht gar kein Druck ist, einfach das, was sich stimmig anfühlt in dieser Berührung Ihres Gesichtes. Und schauen auch da wieder, was macht es? Gut möglich, dass es so einen Impuls gibt, sich in irgendeine Hand hineinzulegen mit dem Kopf. Dass es auch wieder Bilder gibt. Und an der Stelle würde ich Sie bitten, mal auszuprobieren, mit der nächsten Einatmung wie in Ihre Hände hineinzuatmen, den Kopf in die Hände atmen zu lassen, vielleicht so ein bisschen, als hätten Sie Kiemen, und in der Ausatmung wird er wieder ein Stückchen kleiner. Stellen Sie sich einfach vor, es sei möglich, dass dieser Kopf atmet in Ihre Hände. Sich ausdehnt bei der Einatmung und wieder ein kleines bisschen kleiner wird in der Ausatmung. Und auch hier wieder, genau wie vorhin, schauen Sie, wie Sie sich aus diesem Kontakt wieder verabschieden wollen.
An der Stelle bleiben Sie noch einen Moment mit Ihrer Aufmerksamkeit dort, um ganz bewusst wahrzunehmen, wie es ist, wenn diese Hände weggehen. Dann mache ich, die nächsten zwei Räume sind, kann man ein Stück weit auch verbinden, und zwar, und das wird für mich als den zumindest Ex-Philosophen besonders spannend, was ist eigentlich Berührung, wissen wir das? Wir können das gut spüren, sprachlich zu erfassen, wird schwieriger. Und auch da gehen Sie in Berührung mit einem Hund. Sie kriegen einen Welpen und wie fühlt sich ein Hund an? Genau. Gehen Sie, warum wollen alle auf einmal kleine Babys berühren? Hunde berühren. Wie fühlt sich eine Berührung, eine Abschiedsberührung von jemand, der mir nahe steht und er stirbt? Was passiert in der Umarmung oder in dem Handhalten? Wie viel da drin passieren kann. Wir reden nicht nur von Hautkontakt. Wir reden nicht von irgendeiner physikalisch bestimmbaren Druck, sonst was Situation, sondern da passiert viel mehr. Das zu erfassen ist aber nicht einfach. Deswegen habe ich irgendwie so statt Fragezeichen einfach mal so einen Denker genommen. So, ich will hier nicht als der Wissende über die Berührung stehen, sondern ich kann versuchen, mit den anderen einfach ins Thema reinzukommen, reinzuspüren. Es gibt viele Klassifikationen, so in unsere Stile, naturwissenschaftlich, Berührung könnte man klassifizieren nach dem, ob ich mir die Berührung mit der Hand mache oder Rücken an Rücken oder mit den Füßen. Die sind oft nicht besonders produktiv. Was ich oder wir produktiver finden, ist das eben, was auch Ulf Geuter vorschlägt, zu gucken, welche Form der Berührung es gibt, die uns weiterbringen. Und es gibt Berührung, die ist sehr symbolisch, die uns zum Beispiel unsere Kultur, Hand sich geben oder eben zu umarmen, zur Begrüßung. Da kann was passieren an Spüren, muss aber nicht unbedingt. Ja. Dann gibt es weitergehend sehr lange, sehr wichtig in der Medizin, Massagen zum Beispiel, also wirklich nach einer bestimmten verskripteten Berührung. Auch da kann viel passieren. Also die kann rein physiotherapeutisch sein, es gibt aber auch körperpsychotherapeutische Massagen, wo auch sehr viel erreicht wird schon bei dem anderen Menschen, also nicht nur Muskel, sondern das kann sehr viel tiefer gehen. Und dann gibt es aber Berührungen, die sehr dialogisch aufgebaut sind. Das heißt, hat das schon mal erwähnt, da berühren sich beide gegenseitig. Und das ist eigentlich das, was viel spannender ist, was viel individueller ist, was man auch ein Stück weit trainieren kann, da reinzukommen, wenn wir unsere Skripte verlassen, wenn wir den Mut haben, in die Berührung zu gehen. Vorweg, die Berührung meine ich am Ende nicht nur wirklich die körperliche Kontaktberührung. Man kann sich berühren mit den Augen, man kann sich berühren, indem man aufeinander zugeht und so ein bisschen um sich herum tänzelt, da entsteht ein Bezug und entsteht sowas wie Gefühl der Berührung. Ich habe gesagt, das Interessanteste an der Berührung ist das Dialogische. In der Psychotherapie herrscht aus meiner Sicht leider so ein militärisches Modell des Dialogs. So, ich sage eine Ich-Botschaft, wie es mir geht. Over, hast du es verstanden? Der andere, du, ich habe es verstanden und zwar so und so, over. Das ist nicht das, was Körperpsychotherapeuten sagen, das ist wirklich passiert in echten Dialogen. Sondern die sagen, dass das mehr man sich vorstellen muss wie eine Synchronisierung, die da stattfindet. Die bis auf Pupillengröße, die können sich auch synchronisieren in dem Dialog. Und das ist reingrätschen, gemeinsam im Chor singen, Zwischentöne liefern, das ist alles erlaubt. Das ist, warum zum Beispiel Zoom oft nicht funktioniert, weil das ist ja eben diese, das zwingt zu diesem militärischen Ober. Und nicht, dass man, dass da das gesamte Spiel des Dialogs entsteht.
so, synchronisieren. Und da, um sich dem Modell zu nähern, ist es sich gut vorzustellen, dass sowas wirklich wie Tanzen, zwei, die nicht die Tanzschritte kennen, nicht einer führt, sondern zwei kommen und es soll irgendein Tanz entstehen. Oder zwei Musiker, die zwei Instrumente haben, treffen sich zum ersten Mal und sollen zusammen jammen. Was da passiert, ist nicht so einfach zu beschreiben. Da, dann nimmt man nicht kalte Begriffe, sondern man nimmt eher Begriffe tatsächlich aus dem Tanz, aus der Musik. Hier schnell einfach nur, wie rhythmisieren wir uns dann aufeinander? Kann ich überhaupt den Rhythmus des anderen mitgehen? Wie finden wir eine gemeinsame Melodie in dem Kontakt? Haben wir überhaupt einen Bezug? Sind wir bezogen? Resonieren wir? Gibt es da Impulse von beiden Seiten, die berücksichtigt werden? Ist da ein Dominante oder wechselt die Dominanz? Welche Dynamik ist da? Welches Tempo? Ist das alles irgendwie von Ich zu Du oder von Du zu Ich? Oder entsteht auch irgendwie eine dritte Instanz, irgendein Wir? Die zwei Musiker, die sagen, okay, da entsteht eine Melodie und der dienen wir und nicht die Melodie dient uns. Also das sind andere Beschreibungen, wie so ein Kontakt entsteht und damit auch wie eine Berührung entsteht. Zurück zu den Sterbenden, den Angehörigen. Was passiert da? Kann ich das Tempo überhaupt mitgehen? Halte ich das aus, was da passiert? Kann ich ihm meins geben? Kann eine Brücke entstehen? Also die Frage ist auch, wo fängt die Berührung an, wo endet sie? Bei dem anderen. Man kann sich mit den Händen berühren und dann sagen, okay, unsere Hände schaffen einen Raum der Berührung, dann spielen wir da. Oder wir können uns auch ganz körperlich berühren. Und dann sagen, okay, das ist irgendwie eine Herzensberührung oder und, und. Ich glaube, an der Stelle endet mein Teil. Hast du. Ich so als die Berührungspraktikerin habe es gern so ein bisschen einfacher als die Strukturen von Marek. Und um das zu veranschaulichen, würde ich Ihnen eine kurze Begebenheit erzählen, die ich vor ein paar Jahren tatsächlich erlebt habe. Ich war auf einer Eselwanderung. Ich habe mir erzählen lassen, dass es hier an der Klinik auch welche gibt. Und Esel sind ja bekanntermaßen eher so ein bisschen phlegmatisch unterwegs. Und dann sind den Eseln an einem Weidezaun vorbeigekommen, der kaputt war. Dieses Ding drohte jeden Moment wirklich in sich zusammenzubrechen. Und auf der anderen Seite des Weidezauns waren Vollblutpferde. Schöne Geschöpfe mit einem leichten Hang zur Hysterie. So, wenn Sie sich das jetzt einfach nur mal vorstellen. Esel, den Sie irgendwie vorwärts bewegen wollen, um die Situation zu entschärfen. Hysterisches Vollblutgeschöpf auf der anderen Seite, was Sie beruhigen wollen, damit dieser Weidezaun bitte nicht unter Belastung gerät, weil dann hat man nämlich ein richtiges Problem, zumindest mit den Pferden. Sie müssen ja, um irgendwie diese Situation zu klären, sich auf diese Tiere vollkommen unterschiedlich einschwingen. Und sie brauchen eine ganz verschiedene Intention in der Berührung. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, Ihnen würde in der Situation die Stimme nicht zur Verfügung stehen, sondern Sie müssten es rein körpersprachlich und über Berührung machen. Nicht so mit Hu, Brauner oder so, sondern wirklich körperlich. Dann würden Sie ja mit diesem Esel deutlich anders umgehen als mit dem Pferd. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen despektierlich schauen, es gibt auch unter Menschen welche, die sind mehr Esel und manche, die sind mehr Vollblüter. So. Es braucht eine unterschiedliche Berührung. Und das kann man lernen, aber ich behaupte, man muss das gar nicht unbedingt, sondern solange ich so ein bisschen einschwingungsfähig bin, werde ich adäquat reagieren in dieser Situation. Und so können wir das auch in den Therapien machen. Aber eines muss gewährleistet sein, nämlich dass ich vor der Berührung für mich absolut klar habe, was will ich damit eigentlich erreichen?
Und wenn ich das weiß bei einem Vollblüter, dann klatsche ich dem nicht auf den Hintern, sondern werde den anders berühren, damit er sich beruhigt. Oder um es anders auszudrücken, eine Berührung definiert sich in ihrer Wirkung zu mindestens 90% über meine Intention, über die Intention der Therapeutin, des Therapeuten. Das muss ich vorher klar haben, was will ich überhaupt damit erreichen? Und das wird es dann sein, was in der Berührung transportiert wird. Beim phlegmatischen Eseltier oder hysterischen Vollblüter. Wir kommen zu einem neuen Raum und das wird jetzt für die Profis unter uns interessanter. Das war jetzt Allgemeinberührung zum Hund, zum Tier, zur Oma, zum Partner. Inwiefern kann man diese Berührung auch professionell ausüben? So, was muss ich beachten? Wann ist da, was ist da wichtig? Inwiefern, wenn ich mich überwinde, die Therapie professionell, mit professioneller Berührung zu gestalten, was ist da zu beachten? So, neues Exponat. Ulf Geuter hat sich die Mühe gemacht, das Buch werde ich nachher kurz zeigen, zusammenzufassen, was da durch Berührung erreicht werden kann. Und er sagt, so eine typische Funktion, also es geht ja nicht nur um die Form der Berührung, sondern um die Funktion der Berührung, ist, dass man die Körperwahrnehmung, Körperbewusstheit, aber auch das Erleben im Körper dadurch steigern kann. Das heißt, das Hinspüren in den Körper und dann kann man da den Körper, aber auch den Leib, also den gespürten Körper da drin besser erleben. Man kann Spürräume besser finden. Also es gibt verschiedene Architekturentwürfe, wie der Körper mit Meridianen, sonst was aufgebaut ist. Die sind alle ein Stück weit am Ende irgendwo, haben eine Spur von Beliebigkeit. Ich folge da so phänomenologischen Theorien, dass da einfach Spürräume sind, Spürinseln, die sich öffnen, wieder zugehen und die auch aus der Geschichte heraus aufgeladen sind, zu sind und so weiter. Also da kann man hingehen, man kann das eigene Selbst spüren, wahrscheinlich auch das eigene Ich, Grenzen spüren, im innere Grenzen, nach außen die Grenzen, man kann gespürt groß sein oder sehr klein durchs Leben laufen, also und den großen Körper mittragen. Oder ich kann sehr groß laufen und mein Körper ist irgendwie viel zu klein, ich bin doch ein Riese. Also da ist immer die Frage, so, was ist da spürbar? Flächen, das würde ich am liebsten irgendwie beim Kaffeetisch machen, weil das ist ein großes Thema. Also dass die Außenwelt fühlt sich flächig an, die Innenwelt ist irgendwie flächenlos. Das ist spannend, das zu untersuchen, dann kommt man vielleicht auch besser ins Innere spüren. Was fühlt sich im eigenen Körper eigen, was fühlt sich fremd an? In der Berührung wird das interessant, weil oft das Fremde wird auf einmal das eigene. Auch das guter Stoff für ein Abendgespräch. Durch Spüren entstehen Verbindungen, Brücken. Aber auch da sind auch spürbar auch Konflikte, auch die Brücken können wegreißen. So, das alles kann ich, wenn ich Profi will, kann ich auch durch Berührung, durch Hinführen wieder eröffnen. So Klassiker, die gerne genannt werden, so wozu Berührung gut ist, wie es funktioniert, das ist einfach mal das Halten, Containment. Das ist Widerstände entdecken und die auch schmelzen lassen. Das ist irgendwelche verkrampfte Stellen, blockierte Stellen, von manchen Körperpanzer genannt, aufweichen lassen. Dann eben das, was wir schon hatten, irgendwo hingehen, wo man dissoziierte Körpererinnerungen aufweckt. So wie Geburtsgeschehen bei Ulf oder das, was wir bei Dirk hatten. Brücken bilden, hier ist vor allem gemeint, dass so wie bei Focusing, dass man zwischen kinästhetischen Körpererleben und Sprache eine Brücke baut und dadurch auch sich was verändert, Shifts passieren im Erleben. Atemarbeit hatten wir heute auch schon so ein bisschen. Also ich habe gerade erlebt, sobald ich mich berühre, der Atem verändert sich so als erstes. Man atmet sofort anders, je nachdem, wo man sich berührt.
So, das sind die Klassiker. Wir haben uns die Mühe gemacht, das ein bisschen mehr zu systematisieren. Und oft ist es, weil das oft zu viel ist, zu unübersichtlich. Am Ende ist die Berührung wie Sprache, man kann sehr viel damit machen. Oft ist es gut, aber sich zumindest an die drei Fragen, an den drei Fragen zu orientieren. Wo passiert was, in welchen Räumen passiert was, wie, welche Gefühle, welche Stimmung, welche Atmosphären dort stattfinden und wohin will dieses innere Erleben. Also wenn ich berühren will, dann kann ich mich fragen, so inwiefern kann ich an den Räumen, Spielräumen arbeiten, wie kann ich an den Atmosphären arbeiten, wie kann ich an den Intentionen arbeiten. So, und wenn wir erstmal nur die Räume nehmen, auch wieder Beispiele, also Ulf hat sich in dem Buch, was ich vorstelle, so eine Mühe gemacht, die Tabelle, die letzten Jahre, wer wie mit Berührung arbeitet. Und ich habe das versucht, wieder nochmal zusammenzufassen. Wenn man an den Spürräumen arbeiten, das kann man die erstmal überhaupt aufzeigen. Man kann die explorieren, man kann die Leute dazu einladen, dass die da hingehen, gucken, so was ist das für ein Raum, in dem ich spüre. Manchmal muss ich das eingrenzen, hatten wir bei dem Vollblut zum Beispiel, bestimmte Räume schreien zu sehr, die muss man eingrenzen. So, das ist die Arbeit an den Spürräumen, die Arbeit an den inneren Atmosphären, Gefühlen, Emotionen, da muss ich vielleicht manchmal beruhigen, verstärkt. Die Gefühle sind viel zu klein, die wollen mehr gehört werden, wollen erleichtert werden, getröstet werden und so weiter. Alles mit der Berührung. Und dann die Arbeit an den Intentionen. Diese Räume sind ja nicht nur einfach statische, gefühlte Gefäße, sondern die haben meistens irgendeine Tendenz. Da will was passieren. Und das wird spannend, dann, wenn man einen Prozess anregt. Da kann man gemeinsam nach was suchen. Sehr oft weiß der Therapeut auch nicht, wie die Antwort darauf ist. Hatten wir heute so ein bisschen in der Gruppe auch so, was könnte da, was machen wir mit der Situation? Da ist irgendwie Hoffnungslosigkeit erstmal. Da setzt man sich daneben und sucht die Richtung. Und da ist der Therapeut auch nicht immer der Allwissende. Sondern man prüft irgendwie bestimmte Wege, Sackgassen, wieder zurück. Man kann das fördern, wenn das schon da ist. Man kann etwas provozieren, was nicht mutig genug ist. Man kann manchmal auch da in die Hand nehmen und sagen, okay, mir nach, das ist der Weg. Das ist die Systematisierung dahinter, dass man als Profi versucht, mutig mit der Berührung zu arbeiten, Berührung auch mit dem gespürten Körper, das heißt, sich vorzustellen, oft eben so, was ist das für ein Musiker, was ist das für ein Tänzer, wie spüre ich den Menschen, der sitzt zwar oft vor mir, aber so wie er erzählt, habe ich das Gefühl, er springt oder er liegt. Und wie kann ich dann auf diesen liegenden Körper oder den springenden Körper eingreifen? Ich merke, ich werde schnell, das ist so ein bisschen der Zeitdruck, aber an der Stelle finde ich spannend, was Patka sich überlegt hat. Also sie kommt von einer anderen Richtung, sie kommt aus der Osteopathie. Die Berührung ist für das Selbstverständliche, die muss da nicht erstmal das für sich erarbeiten, sondern guck mich immer an, so was bist du für ein Berührungsneurotiker? Und dann, wenn ich sie frage, wie würdest du das systematisieren, dann kommt zack, 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 so. Und das darfst du dir selbst vorstellen. Das zack, 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 so darf ich Ihnen jetzt noch abschließend vorstellen. Marek hat sich gerade aus dem Staub gemacht, das werden wir mal eben unterbinden. Ich brauche dich hier nämlich als Probanden. Und wir werden mal zurückgreifen auf Mareks Erfahrung im Improvisationstheater. ich habe eben schon gesagt, das ist zum Beispiel so ein Bereich, an dem wir in Streit geraten. Ich halte die Intention einer Berührung für das absolut, absolut, absolut Wichtigste. Der Rest ergibt sich für mich daraus. Und entsprechend würde ich auch die Struktur aufbauen. Da könnten wir mal kurz hinterfragen, was die Intention gerade war. Okay, auch das hier wird mit dem Mikro nicht so super einfach. Ja.
Super. Okay. Ich tendiere dazu, das wirklich sehr, sehr einfach zu unterteilen. Es gibt, so wie wir das heute zu Beginn gemeinsam gemacht haben, Berührung, die sich zum Ziel gesetzt hat, lauschend zu sein, wahrnehmen zu wollen, also Erfahrungen zu sammeln, einzusammeln. Und in der Osteopathie bezeichnen wir das ganz schön, finde ich, das wird EQ-Techniken genannt. Die technische Durchführung ist dann jeweils unterschiedlich, aber allen gemeinsam ist diese Intention von, ich gehe in den Kontakt und ich möchte, es interessiert mich, was da ist. Das heißt, ich beziehe mich auf den Zustand und ich will erstmal gar nichts ändern. Ja? Marek, vorm Seminar, in der Maske, ein Nervenbündel. Die Füße zittern, die Atmung geht flach, der Mann ist ein Wrack. So. Eine mögliche EQ-Technik wäre beispielsweise, dass ich sage, entweder in der Selbstberührung, so wie wir das vorhin alle zusammen gemacht haben, oder eben auch durch jemanden wie mich, dass ich auch beispielsweise wieder einfach ans Sternum, was Sie schon kennen, gehe. Und wir beide zusammen einfach wahrnehmen, was ist. Und, ja, aber selbst bei diesem eigentlich ganz regulierten Probanden hier, merkt man, ohne dass er das spielen müsste, mindestens die Atmung verändert sich. Es kommt mehr Ruhe rein. Das heißt, auch wenn ich gar nicht die Intention habe, irgendwas verändern zu wollen, wird schon jetzt ein Prozess in Gang gesetzt. Dann gibt es Berührung, die einladen will zur Veränderung, zur Öffnung. In der Osteopathie nennt man das Release-Techniken, auch wieder ein Begriff, den ich persönlich sehr mag. Und das könnte bei unserem Probanden hier zum Beispiel bedeuten, ich merke, der atmet ganz, ganz flach nur noch und dieses Zwerchfell ist kaum mehr wirklich in einer wirklichen Expansion. Dann könnte ich dahergehen und Kontakt zu diesem Zwerchfell aufnehmen und das, was es ohnehin macht, nämlich sich verkrampfen die ganze Zeit und nur noch vor sich hinflattern, vielleicht sogar noch ein Stück verstärken, den Druck noch ein ganz kleines bisschen mehr aufbauen und damit einladen, das Gegenteil davon zu tun. Also so ein möglicher so aus, dass man wirklich ganz unmittelbar hier arbeitet. Und ich verändere auch erstmal nichts, sondern ich nehme das auf, was ist, und lade es ein, in eine Veränderung hineinzugehen, die ich aber nicht provoziere, sondern ich spreche nur eine Einladung aus zur Öffnung. Genau. Super, probieren. Manchmal gibt es aber auch Situationen, wo es Sinn macht, über eine Berührung etwas einzuschränken. Wir hatten vorhin schon das Beispiel von besagtem Pferd. Etwas zu inhibieren, etwas zu beschränken oder einzuschränken. Und bei unserem nervösen Patienten hier oder Kollegen, der nur noch mit den Füßen flattert vor Aufregung, kann das zum Beispiel bedeuten, dass ich gar nicht mit der Hand arbeite, sondern vielleicht einfach nur meinen Fuß daneben stelle und in die Berührung gehe und diese Bewegung, die da ist, die völlig überschießend ist, einschränke ganz behutsam, damit sich im System wieder etwas verändert. Vielleicht ist es so, dass ich den Eindruck habe, eigentlich gibt es einen Impuls in diesem Körper, etwas zu tun. Den Ist-Zustand aus sich selbst heraus zu verändern. Und dann kann ganz einfach in so einer Situation schon eine ausgestreckte Hand, die vielleicht hier noch einen Impuls aufnimmt, bedeuten, ich facilitiere, ich öffne einen Weg,
in eine Veränderung hinein. Facilitation bedeutet immer eine Impulsgebung in die Veränderung hinein. Die auch im Tanz enden kann, genau. Und dann gibt es da letztlich noch die Manipulation, die aber nicht mit der Bedeutung beladen ist, mit der negativen, wie sie sonst im Sprachgebrauch häufig verwendet wird, sondern es bedeutet einfach nur, ich mache etwas, wo ich einen Impuls, wo ich eine Veränderung von außen haben will. Eben habe ich ein Angebot gemacht und es hat eine Veränderung von innen her gegeben. Ich habe einen Impuls aufgenommen, den ich bereits wahrgenommen habe. Und in der Manipulation setze ich einen Impuls von außen, um etwas zu verändern. Und bei unserem zusammengesunden Patienten kann das zum Beispiel bedeuten, dass ich ganz klar dahergehe und sage, komm, richte dich mal auf, veränder das. Oder auch, dass ich sage, so, Schluss jetzt mit dem Theater, jetzt gehen wir los zum Seminar. Also das ist so der osteopathisch gefärbte Blick auf diese Fragestellung, so wie bringe ich eine Struktur, wie bringe ich eine einfache, gute, handhabbare, brauchbare Systematik in diesen Riesenbereich Berührung. Der Raum, den haben wir extra leer gelassen, um nicht irgendwo hinzuführen, wo man vielleicht zu vorschnell eine Antwort findet. Eher eine Anregung zu denken, was ist, wenn Sie sich vorstellen, dass wir alle aus der Berührungsgeschichte kommen, das ist unsere Ursprache und dass die Sprache, die wir erlernen, eigentlich nur darauf aufbaut. Wenn man in der Sprache die Grundgesetze wiederfindet, da wird es am Ende einen Unterschied geben. In der Sprache können wir sehr gut Klammern finden, sehr schnell Rauchbomben schmeißen und Verschiebebahnhof spielen. Das passiert in der Ursprache nicht so einfach, die ist präziser oft, die ist evidenter. Und trotzdem können wir zwischen den Sprachen vielleicht auch wechseln. Goethe sagt eigentlich, die Psychotherapie findet erst dann statt, wenn beide Sprachen in Verbindung gebracht werden. Die Babypsychotherapeuten unter uns würde sagen, es ist nicht notwendig. Meine Erfahrung ist mit Patienten, dann, wenn wirklich was Neues passiert, muss das nicht unbedingt benannt werden. Die Benennung kann auch stören. Das heißt, wie sehr passiert das Wichtigste in der Berührung? Und es ist immer wieder so mit diesem, also Psychotherapeuten arbeiten gerne mit irgendwie Grundmodellen, das kann ein Computermodell sein früher, das kann irgendwie ein Resonanzmodell sein. Unser Vorschlag ist, guckt mal, wie weit ihr mit dem Modell der Berührung kommt. Wenn ihr immer euch fragt, wie sehr geht der Patient in Berührung mit der Zukunft, mit der Vergangenheit, mit den Themen, wie sehr gehe ich in die Berührung mit dem Patienten? Das ist oft ein anderes Denken. Das ist nicht nur irgendwie, wie ist die Resonanz, so, was macht das mit mir, sondern das ist ein andere Folie, anderes Paradigma. Das zu fragen, wie stimmig ist die Berührung, wie intensiv ist die Berührung, sind wir am Punkt? Ja. Einfach mal so, als ich fand nicht viel in der Literatur dazu. Das ist immer dann spannend. Also generell, die Berührung ist ein vernachlässigtes Thema. Komme ich aber gleich im Museumsshop noch dazu. Aber den Raum wollten wir extra freilassen. Berührungssprache oder die Sprache als Berührung durch Berührungskategorien auffassen, Begegnung durch die Folie der Berührung sehen. Wie gut kann ich in die Begegnung gehen? Wie sehr berühre ich mich selbst, meine Kinder, meine Partner? Wie sehr berühre ich als Therapeut meine Patienten? Und so weiter. Das sind oft spannende Fragen, wenn man die dann dem anderen stellt oder sich selbst, kommt man auf andere Antworten. Also die Babytherapeutin sagt dazu, dass das Wichtigste in der Verkörperung liegt. Und die Berührung ist einfach ein möglicher Weg dahin.
Aus meiner Sicht, also ich habe sehr viel zu tun in der Arbeit mit Patienten, die sind durch Jahre von Analyse gegangen und stellen sich dann bei mir vor, dass sie sagen, ich weiß um all meine Schwierigkeiten und ich weiß, wer sie kommen und verstehe das alles. Und ich fühle mich aber eigentlich noch so wie vor ein paar Jahren. Und da muss man ja mal wirklich ganz ketzerisch dann die Frage erlauben, was ist damit gewonnen? Deswegen halte ich die Verkörperung von Prozessergebnissen eigentlich für das Wichtigste. Und selbstverständlich ist Sprache ein Teil davon, begleitend für diese Verkörperung. Und aus meiner Sicht, der schnellste, effektivste Weg ist über die Berührung.